Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Ich habe gesehen, Trimax hat seine YouTube-Einnahmen geleakt. Darauf werde ich jetzt einmal reagieren und dann schauen wir uns mal an, wie der Unterschied ist von einem Trimax zu einem mit 2000 Followers. Vielleicht ganz interessant zu sehen. Moin Leute, Trimax hier. Wir hatten gerade ein Twitch-Recap gemacht, wie viele Subs übers Jahr, wie oft wurde eingeschaltet und so weiter. Jetzt machen wir noch ein YouTube-Recap, wo wir alles... Das ist krass. Bei mir haben auch einige mir Fotos zugeschickt von diesen Twitch-Recaps. Da sind manche dabei, die irgendwie einen ganzen Monat lang zugeschaut haben. Also richtig, richtig, richtig viele Stunden auf Twitch. Das war echt crazy. Offenlegen, Einnahmen und alles machen wir jedes Jahr. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, was im November verdient wurde. Wir haben im November, das ist jetzt... Alter, 43.000, das ist mehr als ich im Jahr verdiene. Nur der Main-Kanal. 13,4 Millionen Aufrufe, ungefähr wie immer. Ja. 1,8 Millionen Stunden wurde geschaut. 10.000 Abonnenten dazu gewonnen, weniger als sonst. Das sind 43.157 im November. 13,4 Millionen. Der hat in den letzten 48 Stunden doppelt so viele Aufrufe gemacht, wie ich im ganzen Jahr. Natürlich haben wir noch den Second-Try-Kanal und den Reaction-Kanal. Aber der ist mit Abstand der stärkste Kanal. Ja. Ich will auf jeden Fall noch die erfolgreichsten Videos des Jahres. Ja, 68.000. Dann haben wir hier zum Beispiel... Aber der hat auch 2 Millionen Abonnenten. Das ist echt Oktober, huge. Kann ich den drücken? Oktober. Mehr, die Mehraufrufe. 16,4 Millionen Aufrufe, 53.000 Euro. Deutlich mehr Abonnenten, 18.000, 2 Millionen Wiedergabezeit. 2022... Man muss aber sagen, er hat kein Video dabei, was übertrieben krass raussticht. Also er hat kein Video dabei, was irgendwie ihm 10.000 gebracht hat. Das hatte er nämlich auch schon mal. Also so die letzten Jahre, vor allen Dingen Fortnite-Hype, da gab es Videos, die haben über 10.000 gebracht. Also es ist schon alles sehr human, sage ich mal. Aber man darf halt nicht vergessen, er bringt jeden Tag ein Video raus und jeden Tag 3.000, das läppert sich. 20, hallo Lara. 172 Millionen Klicks. Oh, weniger als letztes Jahr. 16% weniger Klicks als im letzten Jahr. 21,4 Millionen Stunden wurde geschaut. 187.500 Abos. Dazu geschätzter Umsatz 485.500. Ja. CPM ist fast eine halbe Million. Mies im Vergleich zu den anderen. Ist so. Und davon dann Hälfte Steuern. Zeig mal Second Try. Haben wir noch nie gemacht. Würde ich sagen, machen wir aber heute mal. Heute legen wir... Boah, da bin ich gespannt. Zeigen wir einfach auch. Das war nicht mein Kanal, aber offiziell mein Bruder, weil er hat das damals gemacht mit all den Videos. Ich habe echt viel gestreamt und deswegen war deutlich mehr übrig. Aber ich krieg natürlich davon das meiste, weil mir gehört das. Wir haben 4 krass, wusste ich gar nicht. Millionen Aufrufe, 12.800 Euro im Monat. Wir gehen mal über das gesamte Jahr. What? Einen viel höheren CPM. Warum ist der CPM so gut? Digga, ich krieg für viel weniger Klicks viel mehr Geld. Ich schreibe meinem Bruder. Was ist CPM? CPM ist das, was du kriegst. Wie wir sind bereit, Firmen zu zahlen und wie gut funktioniert das, dass da Leute, wenn eine Werbung ausgestrahlt wird, die Werbung geklickt wird und eventuell was gekauft wird oder wie oft die Werbung geklickt wird. Das Problem ist, mein Account, mein Trimax-Account hat einen richtigen Scheiß-CPM und es würde Sinn machen, dass ich mir einen neuen YouTube-Account mache, weil meine CPM ist im Arsch. Und die was ist das? Was meinst du, Lucifer? Gesprochen. Und alle anderen Kanäle, die jetzt deutlich, deutlich weniger Klicks machen, machen mehr Geld. Also ich könnte einen neuen, also wie viel Geld kriegst du pro Werbung, die abgespielt wird? Jetzt ist das Interessante, was mein YouTube-Kanal gemacht hat. Muss dazu sagen, seins ist ja alles brutto, da muss er im Prinzip die Hälfte von an Steuern abgeben. Was ihr bei mir seht, ist ja alles netto. Also das, was ihr seht bei mir, das kriege ich auch komplett so ausgezahlt, davon muss ich auch nichts abgeben. Ich habe komplett netto, aber ich habe auch so ein... Also ich habe mein CPM, wenn wir es uns anschauen, ist auch nicht gut. So sieht das bei mir aus diesen Monat. Letzten 28 Tage. 100.000 Aufrufe, was echt nicht schlecht ist, ne? Und was hat Trimax gemacht an Aufrufen in einem Monat? Ein paar Millionen, ne? Wiedergabezeit 8.500. Ich habe 800 Abonnenten gemacht wegen Pokémon-Hype. Das ist auch extrem krass. Und 300 Euro Umsatz im letzten Monat. 1,3 Millionen hat er gemacht. Aber überleg mal, ich habe gar nicht so viel weniger, ne? 100.000 Klicks habe ich gemacht. 100.000 Klicks und ich hau auch jeden Tag ein Video raus. Das ist eigentlich nur ein 13., aber mein Geld ist halt überhaupt gar nicht ein 13., weil mein CPM bodenlos ist. Gar nicht so viel weniger. Gucken wir uns mal das ganze Jahr an, 2022. Da sieht man schön,
Umsatz, wo ich, hier bin ich Partner geworden. Im Mai bin ich Partner geworden. Da fing das dann an mit Geld. Da kamen die ganzen Elden Ring Videos, Elden Ring, Elden Ring. Und das hier ist der Pokémon Hype. Dieser Peak hier, das ist komplett der Pokémon Hype. Ich habe hier ein Video, das sehen wir gleich auch noch, das komplett eskaliert ist. Aber insgesamt im ganzen Jahr, im Mai wurde ich Partner, 500 Euro Umsatz mit fast einer halben Million Aufrufen. Fast eine halbe Million Aufrufe. Ich bin ganz ehrlich, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und aktuell 2000 Abonnenten habe ich. 2100 fast. Hier sind auch meine Top-Videos. Mein Top-Video, mit diesen Tipps besiegst du alle 6 Sterne-Rates. 130 Euro mit einem Video. Also da muss ich sagen, selbst für mich als Mini-YouTuber, das schmeckt. Also 100 Euro für ein YouTube-Video, das ist krass. 30.000 Aufrufe, das ist echt nicht schlecht. Was mich jetzt stört, ich sehe hier den CPM nicht. Ich sehe den CPM nicht. Ja, das meintest du? Ja. 32.000 Aufrufe und 130 Euro. So bekommt ihr 6 Sterne-Rates. 70 Euro. Das sind mit Abstand die beiden krassesten Videos, die beiden Pokémon-Dinger. Ich habe einen wiedergabebasierten CPM von 4,8. Ist gar nicht so schlecht, stimmt. Und hier sieht man auch genau den Umsatz pro Monat. November bei mir absolut krass. Und Dezember ist halb rum auch 100 Euro. Ist echt nicht schlecht. Und dann wird es halt spannend, wie es im nächsten Jahr aussehen wird, ne? Guck mal, YouTube-Premium-Umsatz habe ich sogar. Cool. Ein paar meiner Zuschauer YouTube Premium, läuft bei euch. Twitch kann ich euch auch, kann ich nicht die Zahlen zeigen. Ich glaube, das ist verboten bei Twitch. Twitch ist ungefähr genauso. Ungefähr genauso, was den Umsatz angeht. Aber muss auch dazu sagen, ich habe auch jeden Tag ein Video hochgeladen. Ich stream jeden Tag. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich dieses Jahr gestreamt habe. Ich habe gefühlt dieses Jahr mehr gestreamt, als ich gearbeitet habe. Und dann sind wir mal gespannt, wie es nächstes Jahr im Dezember aussieht. Yo, this stuff, it sucks. When you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching.